Jo, moin Leute und willkommen zurück zu Let's Play Minecraft Sky Factory 2. Jo, wie angekündigt habe ich jetzt noch die Ressourcen gesammelt, damit wir uns die Transfer Note machen können. Und ich kann euch eins sagen, es hat eine halbe Ewigkeit gedauert. Ich saß hier noch eine halbe Stunde, habe hier mit dem Hammer die ganze Zeit Kies geholt, habe das dann noch weiter zerschreddert, bis dann wieder nur noch Staub da war, also das und ja. Es war nervig, aber jetzt habe ich alles zusammen. Jetzt kann ich auch alles machen. Oh, Energy Pipe. Die müssen wir dann so. Redstone, Enderperle, Chest und Stone. Transfer Note. Nice. Wenn das jetzt da dran hängt, brauchen wir noch ein World Interaction Upgrade, glaube ich. Oder? Ja, kann sein. World Interaction. Da habe ich Caps an. World Interaction Upgrades. Iron Pickaxe, Iron und Lapis Lazuli. Das sollte kein Problem sein, Eisen. 7 Eisen brauche ich insgesamt. Mal gucken, haben wir doch bestimmt irgendwo. Mal gucken, was kann ich nur Iron Ore Dust machen? Was kann ich hier raus machen? Pulverweiser könnte ich dann tun, aber dafür habe ich natürlich nichts. Mist. Ja, da fehlt uns ja doch noch ein bisschen Eisen. Ja, da kann ich euch ja mal zeigen, was ich hier gemacht habe. Dich kann ich dann wieder abbauen. Genau das hier habe ich gemacht. Das war die ganze Zeit, eine halbe Stunde lang. So, was ich noch gemacht habe ist, ich habe die Monsterfarm ein bisschen reduziert. Bin nämlich mal hier hochgegangen. Habe ich hier drin noch ein paar Fackeln gesetzt, weil es brachte den Server zu laggen, dass da so viele Monster waren. Und ja, das war dann halt eine schicke Lösung gewesen. Und das reicht ja. Uppala, scheiße. Ja, sowas kann passieren. Musik ist überhaupt nicht passend. Na komm schon, lade nach. Oh, put. Da brauche ich jetzt einen Wassereimer. Eine Ersatzspitzhacke. Oh, das sollte auch so gehen. Kann ich schon mal da setzen. Ich will noch ein bisschen Baumaterial mit. Perfekt. Ist der Grabstein. Darf ich jetzt nur nicht dumm anstellen, sonst fällt mir hier alles ins Void. Wow.
What the fuck? Wo kamen die her? Lol. Was ist das denn, Rock Squid? Alter, wie geil. Oh. Ich stehe hier nichts an und da passiert da sowas. Oh. Ich liebe Minecraft. Oh ja. Oh, da kommen einfach die Squids und fallen runter. Fallende Tintenfische. Ein guter Name für die Folge, muss ich mir merken. Fallende Tintenfische. Oh, Schreckmoment und trotzdem so geil. So, wo war ich? Eisen. Genau. So. So, jetzt wird ein bisschen gesieft. Das sollte recht zügig gehen, weil Eisen kriegt man bei gefühlt jeden dritten Mal. Genau jetzt werde ich enttäuscht. Eieieiei. Kann sich nur um Stunden handeln. Auch nur noch das, dann habe ich alles. Komm. Nice. Ja, das klappt doch nicht. Egal. Dann schnappe ich mir jetzt eine Kiste. Und das. Ich brauche eine Eisenspitzhacke. Dahin, dann kommt hier Eisen hin. Brauche ich noch 4 Lapislazuli zu liegen. Da, seht ihr, wir haben es geschafft. Wir haben Cobblestone automatisiert. Oh, wie schön. Nice. Okay, darum brauche ich mir jetzt keine Sorgen mehr zu machen. Das ist ja mal geil. Auch wenn das nur Cobblestone ist, ich freue mich gerade so abartig. Ein Träumchen ist das. Auch noch recht zügig, würde ich sagen. Joa. Ach ja, das hier habe ich geupgradet, damit man schneller Lava bekommt. Kann ich jetzt auch direkt mal ein bisschen voll machen. Ja, da geht viel schneller mit der Lava. Weil da kriege ich Obsidian, um meine Tools zu reparieren. So, jetzt gucken wir mal kurz ins Achievement Book. Automate your Cobble Generator. Ja. Upgrade an existing Tinker's Tool with a metal part. Können wir machen. Obsidian Rapier. Können wir nicht machen. Dafür brauche ich erstmal die Smeltui. Genau. Make a Tinker's Construct Smeltui. Dafür brauche ich Sand, Kies und Clay. Clay habe ich ja noch was. Dann hole ich mir mal den Rest von dem Dust hier raus. Gut. Und ich brauche noch Wasser. Haben wir aber gleich.
Okay. Dann haben wir hier ja genug Cobblestone. Damit ich mir ein bisschen Kies und Sand machen kann. Ich mal Gravel, dann hole ich mir auch 40 mal Sand und 40 mal Ton. Gut, erstmal schlafen. Perfekt. Jo. Ah, da geht man aber schnell. Das ist richtig nice mit dem Cobblestone-Generator. Stellt euch vor, ich müsste jetzt noch da dran stehen und die ganze Zeit den Cobblestone hier abpacken. Wäre ich ja in 2 Jahren nicht fertig, ey. Alleine für diese Mengen hier. Das wollte ich jetzt nicht. Schön. Haben wir hier Grout. Ah, da wir uns den Luxus hier erlauben können, machen wir noch einen Ofen. Wie ist jetzt das Achievement für sich? Lol. Kann ich jetzt noch die paar Monster vermöbeln, die da sind. So, schnell alles eingesammelt. So, ja genau, da wollte ich mal. Ja, das sieht scheiße aus. Komm. Ist gut. Ja, aber so dran. Okay, bist du mit der Hälfte? Dann kann das schon mal durchschmelzen. Boah, ich bin immer noch begeistert hiervon. Ist richtig nice. So, was haben wir denn noch hier drin stehen? Make a field of grass. Mhm. Upgrade your monster farm to kill monsters automatically. Das können wir auch machen. Mal gucken. Ging das so? Da, Spikes. Iron Spikes. Spikes, Wooden Spikes. Da braucht man ein normales Holz. Und Wooden Swords. Aber hier noch irgendwo normales Holz. Ne, dann hole ich mir da kurz. Ist ja nicht schwer. Ah, jetzt darf ich dich hier auch abholzen. Gut. Ja, die kann ich hier rein tun für Dirt. Genau, das brauchen wir auch noch. Jetzt mache ich mal die Spikes fertig.
Wieso geht das nicht? Der war der falsche Baum dafür, oder was? Das wäre jetzt ein bisschen nervig. Hab ich noch andere Bäume? Ja, Oak. Hab ich auch jetzt genug Knochen. Kann ich die hochzüchten? So. Ja, Wooden Spikes. Nett. Das habe ich jetzt schon mal hier. Das ist auch nicht schlecht. Ich werde die aber erst in der nächsten Folge setzen. Aufgrund dessen, dass diese Folge jetzt schon langsam zu Ende ist. Ja. Gucken. Genau, was ich hieraus machen werde, ich werde hier mal alles zusammencraften. Genau. Da werde ich diese Plattform ein bisschen ausbauen und dann machen wir in der nächsten Folge die Schmelze und sorgen noch dafür, dass die Monster hier automatisch sterben, beziehungsweise ich nur noch einmal hinten muss, damit sie sterben. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.